ist Cuddy? In dieser Schublade ist eine Rettungsmission. Alles ist unter Kontrolle. Sie dürfen gehen. Sie hatten recht mit dem Leberversagen. Die Patientin hatte eine Varizenblutung, die auf eine Zirrhose hindeutete. Bin nicht im Dienst. Sie haben es vorhergesagt, also haben Sie was gesehen. Muss ich wohl. Die Leberbiopsie erbrachte keine Zirrhose, aber eine sklerosierende Cholangitis. Und was noch eigenartiger ist, keine Erhöhung der alkalischen Phosphatase. Ein medizinisches Rätsel. Klingt so, als wäre das genau mein Ding. Wogegen Einbrechen ja wohl eher Ihr Ding ist. Denken Sie, Cuddy versteckt in der Schublade ihre Pillen? Eine Theorie für ein geknacktes Schloss. Wirklich? Ich habe gedacht, Sie wären für diesen Hausfolterplan. Er funktioniert und ist folglich gut. Andererseits will ich Sie nicht von diesem Deal abbringen, indem ich Ihnen Heuchelei vorwerfe, denn hier geht es um ein krankes Kind, bla 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 bla. Vergessen Sie mal das Besondere an der Leberdysfunktion. Es ist irrelevant. Das Problem der Zwergen ist global. Deswegen die Auffälligkeit im Galliumscan. Und das wird sich über den ganzen Körper ausbreiten. Wenn das so wäre, wären nicht nur die Leber und die Lunge betroffen. Das kommt noch. Es marschiert durchs Gallensystem und greift das Pankreas an. Sie müssen weiter vorausgehen, und zwar schnell. Vergessen Sie die Leber. Das Pankreas ist wichtig. Es ist ziemlich schnurz, was es anschließend attackiert. Doch wenn Sie nicht aufpassen, haben Sie ziemlich schnell eine tote Zwergenfrau. Ich kann absolut verstehen, warum Sie keine Reha wollen. Aber nur ein Idiot marschiert wegen Sturheit ins Gefängnis. Nur ein Idiot stellt sich zwischen Ahab und seinen Wahl. Abgang! Sorry. Santa hat was für euch. Olivenöl nicht in der Küche gefunden, sondern im Medizinschrank. Ein Hausmittel gegen Ohrinfekte. Ohrinfekte findet man oft bei KHH-Kleinwüchsigen. Oder es ist ein Symptom. Er spricht aber nicht für das Pankreasproblem. Oder Haus irrt sich und es ist ein Symptom. Abführmittel. Das hat sie wohl nicht genommen, um ihre mädchenhafte Figur zu erhalten. Auch Darmbeschwerden sind häufig. Auch die sind vielleicht ein Symptom. Und Glucosamin steht für chronische Gelenkschmerzen. Wer hat einen Alpha-1-Antitrypsin-Test angeordnet? Ich war's. Sie denken, das Problem liegt im Pankreas? Ich denke, das wird es. Wir sollten die Leber abhaken. Abgehackt haben wir die Lunge und das sollen wir jetzt auch mit der Leber machen. Diagnostisch sollten wir keinen Schritt zurück machen, sondern einen voraus. Haus, Sie sind ja so braun. Denken Sie, ich komme nicht auf sowas? Sind Sie's? Sie haben Haus suspendiert, weil er ein Risiko wurde. Aber seine Meinung einzuholen... Na klar, er hat Ihnen seine Meinung nur verraten, weil er sich Sorgen um die Patientin machte. Dass Haus seine Pillen braucht, beweist nicht, dass er falsch liegt. Nein, das beweisen die Testergebnisse. Der Test war negativ. Und die Biopsie zeigt eine schwere Cholangitis. Machen Sie eine ERCP zur Untersuchung der Leber auf ein Karzinom. Auch wenn es kein Alpha-1-Mangel war, kann seine These richtig sein. Sie suchen ein Organ, eher eine Dröhnung. Für eine Pille erzählt er alles Mögliche. Er hat doch von Ihnen keine gekriegt, oder? Nein. Au! Da ist kein Hämatom, aber es tut wahnsinnig weh. Dieser Schmerztyp bei fehlendem Hämatom ist typisch für einen Jochbeinbruch. Wow, klingt übel. Die Knochenstellung ist aber normal. In welcher NA waren Sie nach dem Unfall? Das ist in Plainsboro. Hier ist mein Entlassungsschein. Okay, ich verschreibe Ihnen Acetaminophen mit Codein. Ja, das kenne ich. Davon wird mir übel. Ah, na gut, dann verschreibe ich Ihnen Gabapentin. Das hilft gut gegen bestimmte Schmerzarten. Gut, dann kann ich vielleicht mal schlafen. Gabapentin wird Ihnen da aber nicht helfen. Oh, haben Sie nicht ein anderes Mittel? Vicodin wäre das Beste bei Schlafstörungen. Das wäre super. So einfach ist das nicht, denn wir dürfen Patienten, die wir nicht kennen, keine Opiate verschreiben. Die können in der Ambulanz Regeln gegen Schmerzlinderung gelten. Nur was Opiate angeht. Das erleichtert das Aussieben von Drogensüchtigen. Denken Sie, ich bin drogensüchtig? Das habe ich nicht gesagt. Dann geben Sie es mir. Das kann ich nicht. Sie glauben, ich wäre drogensüchtig. Nein, das tue ich nicht. Ich weiß. Sie sagten, die Vorschrift soll Drogensüchtige fernhalten. Dann sagten Sie, ich sei kein Drogensüchtiger. Die Vorschrift können Sie also vergessen. Tut mir leid, ich kann sie nicht vergessen. Gabapentin wird gegen Nervenschädigung und Sie verschreiben es für eine Gesichtsfraktur. Genauso gut könnten Sie eine Karotisruptur mit Heftpflaster sanieren. Sie sind Arzt. Nach der Definition dieses Ladens hier nicht. Entweder bin ich ein Stümper, noch bin ich eine Sülznase. Sicherheitsdienst? Vergessen Sie es. Ich schmeiß mich selbst raus. Der Schlauch geht ganz weit runter bis zu meiner Leber. Keine Sorge. Du wirst schlafen.
Hin und wieder müssen Ärzte unangenehme Dinge tun, um anderen zu helfen. Aber wir werden immer die Wünsche der Patienten achten und ihnen nie etwas aufzwingen. Forman? Sie haben sie doch noch nicht sediert. Nein. Abigail? Abigail? Sie ist bewusstlos. Checken Sie die Atemwege. Die Atemwege sind frei. Ihr Atem riecht fruchtig. Diabetische Ketoazidose. Insulintropf anhängen. 0,1 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Das Pankreas versagt. Wollen Sie ausrufen? Sie hatten recht. Das Pankreas der Patientin versagt. Hatte ich nicht gesagt, Sie werden mich um Hilfe bitten? Die Insulinproduktion ist praktisch gleich null. Geben Sie mir meine Pillen oder Sie verlieren einen Arm. Die kleine Stirn. Geben Sie mir meine Pillen. Nur wenn Sie den Deal eingehen. Sie würden das Zwergenkind lieber krepieren lassen? Ich würde lieber jetzt eine Patientin verlieren, als die vielen, die wir verlieren, wenn sie ins Gefängnis gehen. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, wenn Sie der trauernden Pygmäenmutter das beibringen.